Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Elektrotechniker. Heute mal ein kurzes Video von einer unserer Übergabestationen. Ich befinde mich hier gerade auf einer Lokalisierungsmission. Wenn dich das interessiert, bleib doch mal dran und wir gucken uns das Ganze mal hier ein bisschen detaillierter an. Los geht's! Ja, in so einer Übergabestation wie dieser hier wird die Gesamtleistung einer unserer PV-Parks eingespeist. In dem Fall speisen wir hier auf der Mittelspannungsebene ein, auf der 20 kV-Ebene. Wir haben hier einen Park dranhängen, einen kleineren Park, das sind knapp 10 Megawatt Peak. Und außenrum besteht diese Station hier aus so einem Betonkörper, kennt man sicherlich, so stehen die immer rum. Ganz oft auch mit grünen Türen und grünen Dächern, je nachdem. Und gibt auch also auf den Dörfern sieht man oft diese Station auch, wo dann zugleich der Mittelspannungstrafo mit verbaut ist. Wenn sozusagen so ein Dorf quasi mit einem Mittelspannungsstich versehen ist, dann wird ja meistens so eine Station noch aufgestellt in diesem jeweiligen Ort, um dann von 20 kV auf das klassische 400 Volt Ortsnetz runter zu transformieren. Auch dafür nimmt man also solche Stationen. Ja, was haben wir hier drin? Wir haben hier in der Mitte, im Kern der Station, ist die komplette Datentechnik verbaut. Wir können ja mal einen kurzen Blick reinwerfen. Dazu gehe ich mal hier runter, geht man also in so einen Keller rein. So sieht das hier aus. Wir haben hier quasi einen Datenschrank, sagen wir dazu, mit Backup-Batterie versehen. Das heißt, auch bei Stromausfall geht es hier weiter. Hier erfolgt also jetzt die komplette Regelung des Parks über den Netzbetreiber. Das heißt, der Netzbetreiber kann auf unsere Zentralwechselrichter zugreifen, kann entsprechend die Regelbefehle abgeben, was die Wirkleistung und die Blindleistung betrifft. Es erfolgt auch hier wieder andersrum der Datentransport von dem Feld oder von der Anlage hinaus in das World Wide Web. So sieht das Ganze hier aus. Relativ viel Hightech drin und so weiter, ganz viel Netzwerktechnik und. Eine ganz tolle Sache. Das ist also mal ein Teil, den wir hier in so einer Station finden. Ja, der zweite Teil dann hier an dieser großen Tür, doppelflügeligen Tür, ist der sogenannte Schutztechnikbereich. Das heißt, hier haben wir die Schutztechnik verbaut. Das heißt, hier werden Ströme, Spannungen, Widerstände, Erdschlüsse und ausgewertet mit diesem sogenannten Schutzgerät. Wir kriegen entsprechende Meldungen angezeigt, auch übertragen, was los ist. Beispielsweise, wenn quasi, sag einfach mal, eine Unterspannungsanregung oder so war, dann kriegen wir hier eine Auslösung. Und hier drin in diesem Schrank auch wieder relativ viel Technik verbaut. Ein ganz interessantes Gerät ist dieses Janitzer da. Das ist so mein Lieblingsgerät. Das kann man auch privat immer mal gut zu Hause haben. Kann man also ganz viel eine Netzanalyse betreiben damit, auch Oberwellenmessungen und. Ein richtig geiles Gerät. Ja, wir haben Erdschlussgerät mit drin und so weiter und so fort. Das nur mal so nebenbei am Rande. Und ich bin heute auch eben hier, weil eben bei der letzten Schutzprüfung festgestellt wurde, dass dieses sogenannte Fallklappenrelais, das ist hier so ein Fallklappenrelais, eben nicht ordnungsgemäß anzieht. Das ist hier an der Tür verbaut. Und man muss sich jetzt vorstellen, das Ding hat quasi eine Spule, die wird halt angezogen und mit diesem Anziehen der Spule wird hier im Prinzip diese Faltklappe eben gelöst. Deswegen Faltklappe. Ja, das bedeutet, aha, wir haben Erdschluss auf unserem Kundennetz und bei der Schutzprüfung wird eben geprüft, ob dieses Relais funktioniert. Also unter anderem wird das geprüft. Das ist natürlich nur ein kleiner Bestandteil. Und hier muss man eben entsprechend jetzt das ganze Ding ausbauen. Und ich bin eigentlich jetzt auch mal hier heute, um hier mal die technischen Daten aufzunehmen. Marwell ist der Hersteller. Mal gucken, ob wir da im Netz noch fündig werden. Das mal nur so am Rande. Was man hier an diesen Stationen auch mit verbaut hat, ist eine sogenannte Direktvermarkter-Schnittstelle. Das heißt, wir können ja unseren Strom, wenn wir eben den nicht ins normale Netz einspeisen wollen, über die EEG-Variante, können wir das auch direkt vermarkten. Das bedeutet, dass Strom dann natürlich auch in das gleiche Netz fließt, natürlich sich physikalisch nichts ändert, aber wir unter Umständen einen höheren Vergütungspreis für die Kilowattstunde erhalten. Ja? Deswegen sind viele Anlagen auch mit dieser Direktvermarktungsschnittstelle eben ausgerüstet. Das betrifft allerdings jetzt nicht die kleinen Anlagen zu Hause auf dem Dach, sondern das ist schon eher was dann das größere Kaliber. Das auch nur mal so als Information.
So, auf der anderen Seite der Station sieht das jetzt so aus. Hier also der Mittelspannungsbereich. Zur Orientierung, da vorne war jetzt diese ganze Schutztechnik verbaut und hier in der Mitte geht es runter in den Keller. Hier sind wir jetzt auf der Mittelspannungsseite, auf der Schaltseite. Das heißt, hier ist der komplette Schaltraum sozusagen. Natürlich ist das jetzt alles hier in der Station. Wir sind jetzt nicht in einem Raum drin, trotzdem sagt man Mittelspannungsschaltraum dazu. Und wir sehen hier komplett aufgebaut die Zellen, komplett mit Schutzgas isoliert, also alles SF6 Standard, wie heutzutage üblich. Rechts hier beispielsweise die Zelle abgehend zu unserer PV-Anlage. Knapp 10 Megawatt Peak werden also hier eingespeist. Wir sehen dort oben beispielsweise den sogenannten Leistungsschalter. Dieser Leistungsschalter wird also unter anderem angesteuert durch das Schutzgerät vorne. Das heißt, wenn das Schutzgerät beispielsweise eine Über- oder Unterspannungsanregung eben detektiert, wird der Befehl auf diesen Leistungsschalter eben hier gegeben und dieser würde auch ausschalten. Ja. Dann haben wir hier die beiden Messfelder. Hier also die Strom- und die Spannungswandler eingebaut. Die kann ich euch natürlich jetzt nicht zeigen, das ist alles in Betrieb. Gucken wir uns aber auch sicherlich mal irgendwann an. Wir haben ja noch sicherlich ein paar Jahre, oder ich möchte gerne viele Jahre noch mit euch Spaß haben und noch ein bisschen was zeigen. Und auf der ganz linken Seite sehen wir dann die Abgangszelle vom, also in Richtung Netzbetreiber, Umspannwerk in dem Fall, wo es dann auf die 110 kV-Seite geht, beziehungsweise hier ist es sogar 220 kV. Das sehen wir also hier. Und Übergabestation, wie gesagt, jetzt sieht man oder kann man das wahrscheinlich eher definieren, Übergabestation, hier erfolgt die Übergabe des erzeugten PV-Stroms an dieser Seite. Ja, was wir auch haben, hier entsprechend die Schaltgestänge für die Schalter entsprechend. Na, dieser hier ist im Prinzip für die Trenner. Der rote ist dann, um E und K einzulegen. E und K nochmal, um wieder was zu lernen. R nur ein Kurzschließen. Die entsprechende Beschilderung ist vorhanden. Wir sehen hier auch nochmal ein Erdungsseil mit entsprechendem Einlegewerkzeug. Auch das alles hier an so einer Station immer dabei. So, jetzt muss ich noch mal ganz kurz hier vorgehen, weil mir ist noch eine wichtige Sache eingefallen. Wir haben auch hier eine USV verbaut. Das ist nämlich eine ganz wichtige Geschichte hier oder eine ganz wichtige Sache. Denn in dem Moment, wo wir beispielsweise hier unseren Park wegschalten, ist diese gesamte Station, was die Steuer- und Versorgungsspannung auf der 230 Volt-Ebene betrifft, auch komplett tot. Denn die 230 Volt Steuerspannung werden hier generiert durch einen sogenannten Eigenversorgungstrafo. Und dieser Eigenversorgungstrafo, der sitzt dort hinten mit in einer dieser Zellen drin. Und dieser Eigenversorgungstrafo transformiert uns jetzt von der 20 kV-Ebene mit 230 Volt Spannungsader. Und diese 230 Volt Spannungsader ist dann eben hier zuständig für diese Steuerung. Wenn ich das jetzt hinten ausschalte, ist hier komplett alles tot. Ist ein bisschen verrückt, ist aber so. Und dafür haben wir hier eine USV eben mit drin, dass, wenn ich jetzt hinten ausschalte, eben die USV sofort anspringt und die Steuerspannung praktisch aufrecht erhält. Das Ganze ist aber so eingestellt, dass es eben nur für wenige Minuten so ist. Nach wenigen Minuten würde auch diese USV praktisch dann runterfahren und würde diesen gesamten, oder die, ja, eigentlich die gesamte Station praktisch stilllegen. So, warum ist das so? Wenn ich jetzt die USV oder wenn die jetzt durchlaufen würde, würde irgendwann ja die Batterie leer sein. Ne? Also nach Minuten oder nach Stunden, je nachdem, was für Last dran ist, beziehungsweise wie gut die Batterien sind da drin. Und das soll eben nicht sein. Die USV soll sich relativ schnell abschalten, denn beim Wiederanfahren der Anlage brauche ich eben hier noch eine gewisse Restkapazität der Batterie. Und deswegen haben wir das so gemacht, wenn ich jetzt nämlich hier hinkomme und die Station ist quasi offline, muss ich jetzt im ersten Schritt diese USV starten, habe dann eine Spannungsversorgung erstmal für die ganze Schutztechnik und kann dann mit dieser Schutztechnik die eigentliche Mittelspannungsanlage erst in Betrieb nehmen. Ne? Deswegen haben wir das hier mit der USV so gelöst. Ne? Ist planungstechnisch immer so ein bisschen so eine Sache, wieso eigentlich das so geplant wird, dass so eine Station sich praktisch selber abschalten kann. Aber so ist es nun mal und dafür also hier in dem Fall die USV. Ja. Das soll es mal heute gewesen sein. Ich werde jetzt noch mal genau gucken hier nach diesem Faltklappenrelais, ob ich das irgendwo organisieren kann. Und ansonsten, ja, danke wie immer fürs Zusehen, für eure Aufmerksamkeit. Würde mich über ein Abo und ein Like freuen. Schreibt doch mal in die Kommentare, was euch noch so interessiert, was ihr von der ganzen Geschichte hier so haltet. Das würde mich mal so interessieren. Ne? Und dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.